Sie sind nicht besonders sportlich. Und doch müssen sie Basketball beherrschen. Sie sind keine Schauspielprofis. Und doch werden sie Hauptdarsteller. 9 Menschen mit geistiger Einschränkung, die über sich hinauswachsen. Bei einem Film, der einzigartig ist in Deutschlands Filmgeschichte. Genau. Jetzt. Was hat er gesagt? Bisher standen sie nur am Rande der Gesellschaft. Doch nun könnten sie Stars werden. Ihr habt mit der Kamera Kontakt aufgenommen mit jemandem, der ist autistisch. Und das bin ich, der Nico. Ja, und ich muss sagen, Filmdreh mache ich besonders. Halleluja! Halleluja! Das ist geil! Doch wie gelingt ein solcher Filmdreh? Wie üben diese Menschen Texte, lernen Schauspielern und Basketball? Und wie schafft es die Filmcrew, mit diesen besonderen Kollegen umzugehen? Mit urplötzlichen Ausrastern? Mit Ungeduld. Der Christian ist auf 180. Den kann man nicht die ganze Zeit vertrösten mehr. Christian. Mit puren Emotionen. Ich weine. Mehr. Und mit drohenden Drehabbrüchen. Ich hab einfach keine Lust mehr. Meine Fresse! Das war ein Riesenabenteuer. Es war unvorhersehbar. Man wusste jeden Tag eigentlich nie, was passieren wird. Eine Achterbahnfahrt für alle Beteiligten. Aber eine, die viel bewirken könnte. Mir ist wichtig, dass wir damit einen kleinen Beitrag für die Gemeinschaft der Gesellschaft leisten. Ganz ehrlich, also dass wir eine Normalität erzählen. Dass die Angst vor dem Unbekannten, die Scheu, abgebaut wird mit diesem Film auch. Das wäre mir ein großes Anliegen. Weil wir Champions sind. Die Heldenreise. Einzigartige Einblicke hinter die Kulissen der inklusivsten Filmproduktion Deutschlands. Spaß gemacht, bis in alle Backen. Also es ist schon die schönste Arbeit, also so bisher, die ich jetzt machen durfte im Filmgeschäft. Aber auch die anstrengendste. Ja, wirklich beides.